Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Let's Play World of Tanks ist das Format, T34 ist der Panzer und wird gespielt von Torres99 auf der Karte Kloster. Ist mit seinem Tier 8 Premium Panzer hier auf jeden Fall in ein sehr schönes Matchmaking gekommen, weil er Top-Tier ist. Und wir wissen ja alle, Premium Panzer sind immer ein wichtiges Gut, gerade für die Ökonomie der eigenen Garage und des eigenen Hangars. Fast unverzichtbar, um ein bisschen Credits zu scheffeln. Und wie man das so machen kann, zeigt uns jetzt mal Torres hier mit dem Panzer. T-34, wie gesagt, amerikanischer Panzer, der Stufe 8, hat einen sehr schönen, ausgeprägten Turm, der da wirklich sehr hart ist, dafür aber vorne die Unterwanne sehr weich, da kommt dann wiederum fast jeder durch, der auf seiner Stufe ist oder auch noch sogar darunter. Jetzt sind wir mal gespannt. Er spielt hier im Zug mit dem IS-3. Beides gleiche Matchmaking, weil der T-34 ist einer der Panzer, die kein verbessertes Matchmaking haben. Also er kommt auch genauso in 10er-Gefechte. Und in der Mitte, da ist schon die Hölle los. Da lässt er sich jetzt aber gar nicht großartig davon stören, sondern er fährt hier stoisch da unten entlang. Gerade diese Seite wird gerne von den schweren Panzern bespielt. In dem Augenblick sieht man auch ganz gut, dass die IS-3 oder der IS-3 da ein bisschen mobiler ist und dementsprechend ihn hier auch etwas davonfahren kann. Da hinten ist schon ein Rheinmetall, der sich mit dem VK battelt, aber im Endeffekt siegt dann hier der Super Pershing. Da unten ist schon ein bisschen was an Gegnern, kommt aber hier nirgendwo drauf. Und ja, man hat hier schon, jetzt haben sie schon eine interessante Gegnerpalette da vor sich mit dem Rheinmetall, Super Pershing, IS-2 und Tiger. Da ist dann doch schon einiges dann da gegeben. So, der Super Pershing ist hier der erste, den er trifft. Kommt jetzt hier mit dem Schuss raus auf die Ketten seines Zeichens, bekommt aber den Gegenhit. Ganz wichtig ist hier eigentlich das Thema Arti, dass man die so ein bisschen im Fokus hat und da aufpasst. Und nimmt den raus. Zwei Schüsse, 770 Schaden. Und das ist das, was der Panzer den Vorteil hat, dass er eine sehr gute Kanone hat. Mit 248 Durchschlag bei Normal und 297 mit Premium. Dann auch ein ordentlicher Schaden. Sie ist zwar vom Einaimen nicht so genau, beziehungsweise dauert ein bisschen, bis sie einaimt und der Nachladezeit ist auch höher, als man es vielleicht sonst gewohnt ist, aber ab und an doch unglaublich spaßig. So, und jetzt rushen sie hier auf die beiden drauf. Er hat eine sehr gute Neigung, aber hier ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig. So, den Tiger Peter konnte er einen Hit setzen. Der Gegner ist da drüben schon weiter vorgerückt. Mit Rheinmetall und IS. 3:8 steht's. Tiger P konnte rausnehmen, musste aber dabei sein Munitionslager leider hergeben. Und reparieren. Tiger P am besten oben beim Turm doch zu durchschlagen, aber hier mit diesem Panzer und dieser Kanone kann er im Prinzip drauf schießen, wo er will. Der geht immer durch. So, jetzt da hinten Rheinmetall und alle noch am Start. 6:11 steht es gerade. Das ist natürlich schon ein gehöriger Spielstand. Und da kommt der IS-2 raus, schießt aber leider drüber und der Gegner cappt auch schon. Also da müssten sie jetzt langsam mal was machen. Zwölf, bin gespannt, ob es hier dieses Phänomen gibt, dass die Gegner aus dem Cap rausfahren werden. Weil das Don't Cap oder No Cap Gerufe OMG, kill me. No Cap, ja, da kommt schon das, was ich mir dachte. Und
das werden wir jetzt ganz klar im Kopf behalten, weil das wiederum kostet ihnen wahrscheinlich den Sieg, um das einfach mal so vorwegzunehmen. Wobei, jetzt sind wieder zwei im Cap. Kommen jetzt hier auf den IS-2. Einer ist wieder rausgefahren, jetzt rammt er den IS-2 weg. 8:12 steht's. Jetzt ist da drüben ein Charioteer. So, der hat jetzt hier da leider früher die Heimreise angetreten. 10 Sekunden noch für den Cap. Drei und aus dem Cap gefahren. So. Oh, Ladeschütze jetzt auch noch tot. Erst Munitionslager, jetzt der Ladeschütze. Auch den muss er reparieren, weil sonst wird es unangenehm. Und da kommt jetzt nochmal ein Tiger daher und jetzt hat er wirklich wenig Struktur nur noch. So, jetzt kommt der SP1 wahrscheinlich rum. Tiger schießt den Boden. Und jetzt kommt zeitgleich der IS-3 hinten, verteidigt ihn und jetzt der Tiger, er kuschelt jetzt wieder hier ein bisschen mit dem Berg, um da nicht genau, da nicht das Problem zu haben. Jetzt kommt der Cromwell rum auf den IS-3, er nimmt den Cromwell wahrscheinlich raus, nimmt ihn raus, jetzt steht es 12:12, 5 Kills hat er. Er macht es hier dem Tiger schwieriger, da vorne wirklich so auf die Platte drauf zu kommen. Hat jetzt hier einen schnellen Schuss gesucht, hat es leider nicht selber auf die Unterplatte vom Tiger schießen können. Beide sind aber im One-Shot-Bereich für den Tiger, so ein bisschen aufpassen müssen sie definitiv. 13:12 allerdings jetzt der Spielstand. Und dafür, dass das eigentlich schon bis auf eine Sekunde durchgekappt haben, schaut es jetzt deutlich spannender aus. An Ehrenstelle würde ich jetzt auch sagen, einer umfahrt, der andere soll dann da warten. So, jetzt kommt er unten auf die Platte drauf, zack, den Hit. Jetzt nimmt er ihn raus, allerdings, jetzt hat er nochmal den Schuss. Den nächsten kriegt er nämlich und ja, genau dahin und perfekt, macht ihn raus, macht seinen Krieger klar. Und jetzt ist nur noch der Jagdtiger am Leben und plötzlich steht es 14:13 für ihn. Da muss man an dieser Stelle immer mal wieder sagen, man sieht, dass das Thema Cappen und No-Cap sehr kritisch zu beäugen ist. Weil dieses Game war von den Daten her ganz klar ein einfacher Sieg. Aber dass die beiden jetzt hier zusammen 9 Kills schon gemacht haben, ist aller Ehren wert. IS-3 schreibt, er hat 4400 Damage. Jetzt ist die Frage, wo ist der Jagdtiger? Ploppt jetzt hoffentlich bald auf, weil er war ja zuletzt da in der Mitte gespawnt, also er war gespottet, also aufgedeckt. Und dementsprechend kann er zumindest mal nicht auf der äußeren Uferstraße sein. Und da ist er jetzt schon sichtbar. Ja, er muss noch ein Stück runter. Ein Stück braucht er noch.
wenn der Tiger noch mal ein wenig vorrückt. Nice. Jetzt kann er drauf schießen. Macht jetzt den Hit. Der Tiger ist jetzt in der Vorwärtsbewegung. Also der Jagdtiger. Ah, als ob er, also Viras, als ob er es riechen würde. Komm schon, mach noch den. Komm doch, mach doch den Schritt noch nach unten. Ja, jetzt hat er noch 229. Es ist ein Schuss noch, den er braucht, oder? Jetzt kommt er! Und er macht den Kill und damit sind es 10 Kills, die sie hier zusammen gemacht haben. Sehr nice. 4600 Damage. Und wir sehen hier nochmal in seiner Pracht mit den Kampfspuren. Ja, sehr schöne Runde. T34, sehr gut gespielt. Damit vielleicht könnt ihr was anfangen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.